Worlds of Tomorrow. Wir alle sind gefragt, die Folgen der Klimakrise abzuwenden und Klimagerechtigkeit sowie eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben. Dafür ist es wichtig, zukunftsweisende Rahmenbedingungen zu schaffen. Junge, politisch engagierte Menschen und Entscheidungstragende können hier Einfluss nehmen und die Weichen stellen. In diesem Zusammenhang sind im Forschungsprojekt Tales of Tomorrow Geschichten und eine Vision entstanden. Geschichten, die dazu anregen sollen, Veränderungen anzustoßen. Hören Sie in Folge eine dieser Geschichten und lassen Sie sich inspirieren. Am 29. November 2019 besuchte ich den Tales of Tomorrow Klimaworkshop in Graz. Dort hielt Sibylle Chiari einen Vortrag über Klimafakten. Ich hatte wieder einmal erschlagen, wie unwiderlegbar diese wissenschaftlich fundierten Tatsachen sind, wie zum Beispiel die horrenden Kosten, die schon heute auch in Österreich durch Klimafolgen verursacht werden. Ich dachte, das ist eine Sprache, das sind Fakten, die schockieren bestimmt auch Leute in meinem Umfeld. Ich erinnerte mich auch an ein Gespräch mit meinem Kollegen Lukas Höber über seine Erlebnisse bei der Klimajugendkonferenz im Jahr davor und wie dort die Rolle der Schwerindustrie, unserem beruflichen Umfeld, hauptsächlich verursachend betrachtet wird. Diese Erkenntnis hat uns bereits damals zum Handeln motiviert, aber gerade die Klimadiskussion kann bei uns sehr schnell zu unangenehmen Spannungen führen. Man kommt sich mit den eigenen Interessen an dem Thema recht allein vor. Wir waren dennoch inspiriert von all den Ereignissen und beschlossen, die gehörten Fakten in dieser Form auch für Menschen in einem Vortrag an der Montanuni oben einzubauen. Die Frage nur, wie viele Leute erreichen wir damit wirklich? Ziemlich mutig, so denke ich, organisierten wir damals einen großen Hörsaal, auch wenn wir Sorge hatten, wie er aussieht, wenn ihn nur 5 Leute besuchen. Was dann aber passierte, hätten wir niemals für möglich gehalten. Es kamen über 130 Leute zu unserem Auftakt-Event. Es war ein beeindruckendes Gefühl. Einerseits die Nervosität, die aufgestiegen ist, weil doch so viele Leute kamen. Andererseits die Freude, dass wir mit unseren Interessen und Ambitionen nicht alleine sind. Mittlerweile haben wir im Zuge unserer Tätigkeiten in unseren Umweltschutzvereinen bereits Vorträge organisiert, die von über 400 Leuten besucht werden. Es zeigt sich, dass man viele Menschen bewegen kann, wenn man dem Gefühl, aktiv zu werden, mutig folgt. Und die Schwere und Schlagkraft des Themas betreffen uns alle. Das Projekt Tales of Tomorrow wurde vom österreichischen Klima- und Energiefonds im Rahmen des Austrian Climate Research Programs ACRP gefördert. Im Forschungsprojekt arbeitete ein Team der Umweltbundesamt GmbH und der Universität für Bodenkultur Wien. Weitere Informationen sowie alle Geschichten zum Download gibt es auf unserer Website talesoftomorrow.boku.ac.at.